Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Valheim. Wie ihr seht, wir sind noch mitten beim Portal aufstellen. Bin ich schon ganz neugierig, was es denn so Schönes ist. Ach so, da steht schon, ist mit einem anderen Portal verbunden, das über dieselbe oder keine Kennung verfügt. Okay, also ein Portal ist immer klar, Sender, Empfänger. Gleiche Telefonnummer oder beziehungsweise eine entsprechende Telefonnummer, da kann man bestimmt hin und her telefonieren. Würde sich ganz gut machen, dann kann ich mir beispielsweise hier den Weg immer zu Kupfer oder ein bisschen weiter sparen und dann kann man immer so hin und her reisen. Ja, Fluss zum Beispiel. Das würde dann funktionieren. Aber erstmal bauen. Und ich bin sowieso gespannt, ob wir jetzt ein Set kriegen oder ob wir mit einem Portal eins herstellen. Schauen wir mal. Also 10 und 10, das sind Grauzwerge und Edelholz. Nee, 20 glaube ich, ne? Ist egal. Ich gucke noch mal. Das waren 10. Das Edelholz war aber doch, glaube ich, dann 20, ne? Ja, 20 Edelholz und 2 Kerne. Zwei Kerne und 20 Edelholz. Edelholz habe ich. Hab ich da, hab ich da, hab ich da. Guck, kann ich hinstellen. Werkbank haben wir in Reichweite. Könnte das hier hinstellen? Dann wäre das so ein bisschen. Wäre das gut versteckt in dem Sinne? Und ich würde halt direkt in der Base sein. Blöde ist nur, ich weiß nicht, wie das ist mit anderen Tieren oder ähnliches, wenn ich das hier hinstelle. Ach, ist wirklich eins. Eins ist eins. Oh Gott, na gut. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich rauskomme. Na, also wenn ich das Portal jetzt aufbaue, renne ich dann hier raus oder renne ich dann da gegen die Wand? Das ist dann auch so eine Sache, die wir dann mal testen müssen. Muss ich echt noch ein zweites machen? Erstmal gucken, kann ich hier was einstellen? Portal, Portalkennung nicht verbunden. E-Portal kann man Portalkennung setzen. Portalkennung Semi. So, Portalkennung Semi nicht verbunden. So, das heißt, ich müsste jetzt noch ein zweites basteln. Und dann kann ich hin und her reisen. Edelholz. Da, Grauzwerge. Ich habe die Grauzwerge vergessen. Immer diese Grauzwerge. 10. So. Das teste ich jetzt hier. Bin mal faul. Ich will ja erst funktionieren. Gucken, wie das funktioniert. Mache ich das Portal auch mit. Ups. Nenne ich auch Sammy. Und jetzt. Alter Schwede. Mach doch nicht solche Sachen mit mir. Okay, eine Seite ist mit Licht, die andere Seite ist mit ohne Licht. Bin ich mal gespannt. Also ich gehe in die Lichtseite jetzt. Ob passiert da was? Ein Gegenstand verhindert das Teleportieren. Kann also nicht alle Gegenstände mitnehmen. Ja super, was ist denn wohl der Gegenstand? Ich würde jetzt vermuten, dass es bestimmt die Trophäe sein wird. Denn das andere ist nützlich. Würde ich jetzt mal sagen. So? Nee, ein Gegenstand verhindert das Teleportieren. Was wäre denn dann noch? Kupfer, fertiges Kupfer. Ich nehme das, weil das ist ein Enderzeugnis. Das könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen, dass es das nicht ist. Aha. Hier passiert was.
Hilfe! Ah, das ist cool! Also es ist wirklich, ich werde auf der Vorderseite abgesetzt. Werde ich das mal probieren, wie das ist, wenn ich von hinten da rein düse. Ob ich dann hinter dem Portal stehe? Nee, auch vorne. Also, das, man steht vorne. Das gefällt mir gerade richtig gut, denn das kann ich dann jetzt entsprechend einmal neu platzieren. Dum, 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 dum. So, wie rum muss denn das? Ich glaube so, ne? Das war vorne und vorne. Dann kann ich das nämlich weiter nach hinten setzen. So. Jawohl. Das passt. Das nehme ich wieder auf. Und dann können wir uns jetzt eine schöne Ecke aussuchen, wo wir die Klamotten dann hinpacken. Portal. Sammy, bleiben wir einfach mal. Und dann könnten wir uns überlegen, wo wir das denn mal hinpacken. Ich glaube, das wird sich aber eher bei Größe, also bei richtig großen Distanzen lohnen. Wo wir dann auch mal da ein bisschen öfters was machen. Halt, ich muss einmal diese Markierung hier erst löschen. Das Zinn war ja weg. Das Kupfer haben wir noch. Das wäre eine Idee, Kupfer. Nimm das Ding mit dahin und dann mache ich Kupfer, reparieren, zurück, Kupfer, reparieren, zurück. Mache ich mal. Teste das jetzt einfach. Ich teste das jetzt einfach, denn dann kann ich auch direkt meine neue Bronzepicke ausprobieren. Also, hier hüpf. Ich hoffe, das letzte Mal, dass wir da hinrennen müssen. Dann können wir uns bestimmt echt einiges sparen an Rennerei. Materialien hatte ich jetzt alle mit. Oder brauche ich dann... Warte mal, das wäre jetzt... Brauche ich da jetzt ganz hinränge? Brauche ich da eine Werkbank? Ich muss da echt eine Werkbank hinpacken. Okay, also kann ich das nicht einfach nur so hinstellen? Aber wartet mal, Werkbank, da ist doch das normale Holz. Das hatte ich doch, glaube ich, eher am Mann, ne? Jo. Das dürfte dann kein Problem sein. Dann stellen wir uns an Ort und Stelle halt eine Werkbank. Ach so, für die Werkbank brauche ich dann aber auch... Na, so ganz einfach geht es dann nicht. Bei Werkbank braucht ein Dach. Da muss ich dann doch so ein bisschen hin und her. Hin und her ackern. So, was war hier? Hier war das Kupfer. Genau, hier wollte ich hin. Hier wollte ich hin. Bisschen weiter nach rechts. So, hier. Mal eben kurz gucken. War das nur dieses Kupfervorkommen oder war das hier auch Kupfer? Nee, das war Stein. Und das war eine alte verfallene Ruine. Okay. Kann ich aber nutzen. Warte mal, ich kann die Ruine doch nutzen hier, ne? Die kann ich doch bestimmt nutzen. Dann wäre das direkt ein bisschen geschützt. Einmal. Reicht das vielleicht schon? Nee. Benötigt ein Dach. Ja, ja. Aber ich kann vielleicht die Steine jetzt benutzen. Und kann da was dran zimmern. Na, komm. Kann ich da was? Das geht. Ich kann da was dran machen. Dann mache ich das direkt mit dem Dach. Muss ja nicht hübsch sein. Muss ja nur zweckdienlich sein. Das muss reichen, hoffe ich. Werkbank benutzen. Jawohl. Werkbank geht. Und dann stelle ich hier das Portal hin.
kann ich das so erkennen wie rum? Jo, auf der Vorderseite sind Runen, auf der Hinterseite nicht. Ja, gut. Da. Ich habe gerade gedacht, ich hätte irgendwas falsch gemacht, aber das dauert einen Augenblick. Hihi, freu mich. So, jetzt. Bin schon ganz wibbelig. Ich habe gerade einen wibbeligen Fuß. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Also ich erwarte mir da jetzt richtig viel von. Also jetzt nicht nur von der Spitzhacke. Apropos Spitzhacke. Ich habe schon einen Stein abgebaut, aber da sind nur zwei Kupfer rausgekommen. Also hat es wirklich nur mit der Haltbarkeit zu tun, glaube ich. Nicht mit der Menge an Ressourcen. Aber wie gesagt, wir werden das jetzt gleich sehen. Dadurch, dass wir das Portal haben, sparen wir uns, glaube ich, aber schon das meiste an dem Hin- und Herrennen. Ach, da kommt schon wieder die Begrüßung. Oh, ihr seid aber zwei Sternchen. Du bist ein Sternchen. Das eine war ein Grauzwerg, das andere war ein Grauling. Gräuling. Wollte sagen, ein dritter war doch auch noch da. Oh, und die hatten sogar einen Lehrling mit dabei, einen kleinen Azubi, Level 0. Mir juckt die Nase, kann sein, dass ich gleich niesen muss. Oh, jups, Nase juckt. Habe ich unterdrückt. Also habe ganz still und heimlich vor mich hingenuschelt. Dürft trotzdem Gesundheit schreiben, wenn ihr wollt. So, Haltbarkeit. Jo, also wenn ich jetzt so den direkten Haltbarkeitsvergleich mache, schon an dieser Stelle, kann ich das irgendwie gerade gar nicht, muss ich sagen. Muss gucken, wenn die kaputt ist, wie viel ich dann von dem Kupfer abgefarmt habe. Apropos, ich muss ja auch wirklich jede Ecke mitnehmen. Ich hoffe mal, dass ich irgendwann auch eine Kupferstelle finde, die mal ein bisschen tiefer in den Boden reingeht. Weil bisher ist es immer nur die obere Schicht. Und unten drunter ist dann immer nur Normalstein. Das müsste ich auch noch mal gucken, fällt mir. Boah, ich habe so viele Sachen, auf die ich eigentlich immer mal ein bisschen gucken wollen würde. Ist, wenn ich an meine Fertigkeit verbessere. Ob dann das Ergebnis auch besser wird? Also ich dann mehr Items rausbekomme, beispielsweise jetzt in dem Sinne. Oder ob ich nur mehr Schaden mache. Apropos, ich sehe gerade, ich bin, glaube ich, überfüllt. Ich könnte wohl dann einmal schon losdüsen und nach Hause. Aber ich werde erst die Picke einmal komplett abarbeiten, damit sich das lohnt. Aber aktuell bin ich sehr zufrieden, muss ich sagen. Ich habe das Gefühl, die hält echt deutlich länger vom Gefühl her. Bin natürlich jetzt auch überladen, das heißt, ich wäre im Normalfall jetzt schon längst wieder retour gelaufen. Aber das spare ich mir jetzt.
Mal gucken, irgendwo werde ich jetzt gleich die Steine noch wegschmeißen. Und wenn ich dann nach Hause gehe, nur mit dem Kupfer losrennen. Die Steine könnte ich dann andermal abholen. So. Bronzepicke ist kaputt. Das heißt, hier schmeißen wir jetzt die Steine hin. Achso, der sammelt ja jetzt alles ein, ne? Auf jeden Fall hätte ich dann hier oben die Steine alle beisammen. Obwohl 2,96, mehr brauche ich gar nicht. Ab nach Hause. Hallo? Möchte bitte nach Hause. Lässt du mich nach Hause? Ein Gegenstand verhindert das Teleportieren. Es kann nicht sein. Die Grauzwerge? Und die Grauzwergeaugen. Das kann nicht das... Wenn das das Kupfer ist, dann raste ich aus. Dann raste ich echt aus, wenn das das Kupfer ist. Ich werde jetzt die Augen nochmal mitnehmen. Ey, das darf nicht wahr sein. Das nervt mich jetzt aber ehrlich. Steine kann ich mitnehmen. Super, ich kann Steine transportieren. Ich kann den Kupfer nicht nehmen. Was soll denn der Dreck? Ja. Na gut, das wäre... Ich kann es irgendwie nachvollziehen, weil es wäre halt heftig einfach. Aha. Ich spare mir jetzt das Reparieren. In dem Sinne. Nur... Ich muss doch so oder so nach Hause. Achso, ich muss richtig rein. Entschuldigung. Ich muss doch so oder so nach Hause. Zum Reparieren der Klamotten oder ähnliches. Da kann ich mir den ganzen Kram sparen. Das macht im Moment dann echt wenig Sinn. Ich bin zu Hause. Ja, also das... Das geht in dem Sinne. Aber dass ich halt die Sachen nicht mitnehmen kann, das ist... Ach, Grummelmummel. Ist das fies, ey. Jetzt habe ich da alles gefarmt und es bleibt da liegen. Und die Grauaugen, die kann ich mitnehmen. Das hätte ich jetzt noch verstanden. Weil das ist ja in dem Sinne... Oh nee, das ist auch ein Rohmaterial. Nee, eigentlich hätte das auch mitgehen müssen. Ja gut, es soll ja nicht allzu einfach werden, das Spiel. Wie gesagt, ich kann den Gedankenspiel dahinter schon so verstehen. Ist ja nicht so, dass ich mich da jetzt konstant gegen wehre, ne? So, da bin ich. Kann ich den Rest hier noch abbauen? Ich muss ja dann die ganzen Klamotten von dem Portal und so weiter wieder mitnehmen und auch wieder abreißen, weil ich das dann hier nicht mehr brauche, würde ich ja die schöne Umwelt verschandeln. Oder ich kann mir das halt immer so ein bisschen, kann ja so eine ganze Portalkette bauen dann nachher, ja, das wird wahrscheinlich auch gehen. Dass ich dann in der einen Seite reinspringe, auf der anderen weiter, dann erkundige ich mich wieder ein bisschen, schaue, wo es weitergeht. Okay, nehme ich das Portal halt mit und laufe dann halt wieder von da aus ein Stück weiter. So kann ich bestimmt recht schnell die ganze Map erkunden. Nein, ganze Map mit Sicherheit nicht, aber
Ihr wisst, was ich meine, weil ich mal immer den Rückweg halt spare. So hätte ich mir bei meiner Doppelfolge, wo ich die Map halt erkundet habe oder diesen Map-Part aufgemacht habe, den ihr schon gesehen habt, hätte ich mir dieses Zurücklaufen halt immer sparen können. Und wenn ich dann gestorben bin oder so, dann das Portal direkt nutzen. Aber wir müssen nachher echt noch gucken, welche Items wir generell dann halt transportieren können und welche nicht. Kupfer scheint es ja dann nicht zu sein. Das heißt aber, wenn ich hier fertig bin, was jetzt der Fall ist, kann ich nochmal gucken. Da ist, glaube ich, noch ein Kupferstück. Boink. Ach, guck mal! Es geht doch tiefer. Ich hau jetzt nochmal in den Boden. Gucken, ob jetzt hier tatsächlich noch was ist. Oder war das nur dieses eine Stück? Nee, das war nur das eine Stück. Okay. Ja, ich habe schon gedacht, nicht, dass ich bei allen Kupferspots, die ich bisher abgefarmt habe, immer nur oberirdisch geackert habe und alles, was unten drunter ist, habe ich vergessen. Gut. Die Steine kann ich mitnehmen, das kann ich nicht mitnehmen. Das heißt, ich düse jetzt nach Hause. Mach mein Inventar so leer wie möglich. Aber da muss ich ja trotzdem jetzt ein paar Mal hin und her laufen, bis ich die ganzen Kupfersachen weggebracht habe, oder? Guck mal eben. So, Steine sind schwer und das andere ist noch mal ein bisschen Essen, Trinken. Wiegt jetzt nicht allzu viel. Ich werde trotzdem das Überschaubare zu Hause lassen. Pfeil und Bogen werde ich jetzt aktuell auch nicht brauchen. Kann ich mir auch sparen. Und dann habe ich jetzt nur noch das Notwendige. Das sind 46. Gut, habe ich 250. Und dann gehe ich jetzt halt zurück und hol das ganze Kupfer ab. Das mache ich aber dann ohne euch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und dann schauen wir schon, wie es weitergeht. Also, liken, kommentieren, abonnieren. Jetzt seid ihr wieder dran. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bis zur nächsten Folge. Ciao.